Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Gymnox und jetzt reden wir mal mit der Frau dort hinten. Oh yeah. Ashara, der Kaiser und meine Freundin sind in ernster Gefahr. Ich muss in den Palast gelangen. Ich habe von euren Taten am Außenposten von Kasim und in Alkarnus gehört. Mein Dank gehört euch und ich werde euch helfen. Hauptmann Ravan, dieser Mann hat äußerst wichtige Informationen bezüglich des Massakers in den Grenzgebieten. Wir müssen unbedingt den Kaiser sprechen. Na schön, aber ich glaube nicht, dass er dafür empfänglich sein wird. Lasst sie passieren. Ich bin Lady Netaras. Dann mal ab dafür und meint nicht ein NPC, der genauso schnell laufen kann wie wir. Und nun? Gehen wir. Ich führe euch zum Palast. Wir stehen doch schon davor. Heilige Scheiße. Wie kühn von euch, um eine Audienz bei mir zu bitten. Meine Wachen berichten mir, dass ihr für das Massaker an den unschuldigen Bürgern von Alkarnus verantwortlich seid. Das sind Lügen. Magda und ihr Zirkel haben Alkarnus im Namen Belials zerstört. Wenn ihr unschuldig seid, warum schleicht dann einer eurer Spione in der Kanalisation herum? Bringt sie herein! Lasst mich los! Ich verabscheue Gewalt. Wachen, ich überlasse dieses Problem euch. Ja, natürlich. Nein! Warum war das zu erwarten? Alter Finne. Ich wusste, dass ihr mich retten würdet. Wir müssen von hier weg, bevor noch mehr Wachen kommen. Er sieht so voll lässig aus, wie er immer seinen Arm schwingt. Das mag ich irgendwie. Ab nach unten. Flieht! Ich gebe euch Rückendeckung. Danke. Jetzt müssen wir in die Kanalisation gelangen. Ich werde alles erklären, wenn wir angekommen sind. Mal wie er schießt, so ganz lässig. So plopp. Oh ja. Leck rumspiel ist kein Ding. Oh, stirb einfach, du Mistvieh. Hey, eine Truhe. Warum leckt denn das Spiel jetzt so? Das mag ich nicht. Ich nix mögen. Man hat mich getroffen. Ja, ist blöd. Okay. Dass die aber auch zu diesen merkwürdigen Täuschern werden. Also, diese Dämonen versperren uns den Weg. Wir müssen das Konstrukt, das sie beschwört, zerstören. Ach du Scheiße. Jo. Ach du heilige Scheiße. Jo. Hör doch. Okay. Hier noch irgendwo Truhen oder so? Geld? Nichts? Schade. Okay. Die Welt sieht in dieser Zeit so anders aus. Was hat sich verändert? Eine Welt, die müde ist. Kenn ich. So als Student ist man irgendwie auch dauermüde. Man steht auf und will schlafen gehen. Von hier aus muss es einen Weg in die Kanalisation geben. Du bist doch dahergekommen. Das weiß ich, wo es hier einen Weg in die Kanalisation gibt. Meine Fresse. Hier geht es in die Kanalisation. Ja, sehr schön. Ich will mich lieber noch ein bisschen prügeln. Ich fand's cool gerade. Ich war nicht genug Disziplin. Lalalala. Oh, läuft hoch. Hä? Was ist mit der gerade passiert? Ja, dann mal ab nach unten, ne? Wollte ich schon immer mal machen. Einfach mal so ab in die Kanalisation. Quest beendet. Ich habe meine Mutter Adria gefunden. Sie lebt. Aber die kaiserliche Wache hält sie irgendwo hier unten gefangen.
Wir werden sie finden. Klar, wegen der Tante sind wir gerade hier übelst in Verhängnis gekommen, aber wir helfen ihnen hier mal. Gesagt. Meine Mutter lebt. Irgendwie wusste ich es. Ich habe es immer gewusst. Aber ihr habt sie nie gekannt. Seid vorsichtig, Lea. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie erscheinen. Also das hat mich gerade ein bisschen schockiert. Wir müssen verpestete Leichenberge zerstören? Das ist schon ein bisschen, naja. Aber okay, ich mag's. Mir gefällt's und die Gegner platzen auf. Mmh. Oh ja, lecker. Geil. Nee, okay. Hallo, hi, ja. Also, wir gucken mal hier hinten weiter, was hier... Oh ja, 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 stopp. Verpiss dich mal. Halt, du bleibst stehen. Du bleibst hier bei mir, du bleibst hier bei mir, gefährlich. Das war knapp. Natürlich auch versuchen können, wieder durch das Portal zu gehen. Ich weiß nicht, ich will das halt nicht riskieren. Ich würde das ganz gerne mal wissen, wenn das mal jemand schreiben würde, ob das möglich ist überhaupt. Deswegen nicht so auf gut Glück und dann ja doch nichts. Das wäre halt irgendwie doof. Merkwürdige Ton gibt es hier inzwischen. Ja, hier, verpestete Leichenberge. Doch etwas merkwürdig. Oh, neues Wissen. Gucken wir mal. Die Verfluchten entstanden, als sich vor Jahrhunderten eine nekrotische Seuche in Kejistan ausbreitete. Die Befallenen mussten voller Schrecken mit ansehen, wie ihr Fleisch schwarz wurde und abstarb. Selbst die stärkste Medizin konnte den Verfall nicht verhindern. Letztendlich verfielen sie in einen Schlafzustand. Und ihre Körper wurden in dunklen und vergessenen Orten aufgestapelt, wo sie ungestört ruhen konnten. Ich brauche eure Unterstützung. Ja, ich musste kurz mal eine kleine Pause machen. Aber ist ja, glaube ich, nicht weiter aufgefallen. So. Oh, schon wieder ein neues Wissen. Nur die talentiertesten Magier können Skelettwächter heraufbeschwören. Man braucht viel Macht, um diese großen, schlanken Konstrukte aus ihren instabilen Reagenzien zu formen. Und noch viel mehr, um die Beschwörung aufrechtzuerhalten. In den Händen eines Meisters können diese Wächter zu mächtigen Waffen werden, die dazu in der Lage sind, ihren Posten bis zum Ende aller Tage zu verteidigen. Klingt doch gut. Adria sollte hier sein. Moment. Diese Zitterale sind heimtückische Plagegeister, die sich in den Oasen rund um Kaldeum eingenistet haben. Sie sind für ihre schmerzhaften Bisse bekannt und sind besonders gefährlich, wenn sie in großer Zahl angreifen. Man sagt, dass roher Aal bei der Oberschicht Kaldeums zur Delikatesse geworden sei. Doch ich versichere euch, an diesen Gerüchten ist nichts dran. Wäre auch ein bisschen makaber. Hier hinten haben wir nichts. Oh. Ja, das ging irgendwie leicht, aber der war ja auch nicht gut zu finden, ne? Okay. Bisschen mehr Schutz, aber egal. Nicht so wichtig. Okay. Laps. Ach, widerlich. Wer hat Hunger auf Aal? Lalei. Hey, hey, hey. Oh. Meine vorbildlichen Diener. Halte die Hexe am Leben, bis sie zu reden bereit ist. Schmerzen werden ihre Zunge lösen, aber in Maßen. Erinnert ihr euch, was mit dem Assistenten des Wesirs passiert ist? Sicher, es hat großen Spaß gemacht, aber am Ende sind ihm nur noch unzusammenhängendes Gebrabbel und blutige Eiterfäden über die Lippen gekommen.
Ja, man sollte halt ein bisschen aufpassen. Haben wir ja durch Amnesie gelernt, ne? Nicht zu dolle, schön in Maßen und dosiert. Und ja, damit die Essenz erhalten bleibt. Wie wir ja wissen. Einmal hier und einmal dort und einmal dort. Hey! Was ist das da? Was haben wir denn da? Wunderbar. Oh ja. Überall liegen noch Leichen rum. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, was nach oben. Nein! Erzähl uns vom schwarzen Seelenstein! Wir wissen von den dreien, mit denen die Horadrim die großen Übel gefangen hatten. Was ist der Zweck von diesem? Euer Meister Belial hat einen Grund, ihn zu fürchten. Lasst sie in Ruhe! Ergreift sie! Auf die Fresse! Würde ich mal ganz dreist sagen, ne? Oh, gib ihm. Immer schön drauf da. Oh, war jetzt irgendwie nicht so das Problem. Und wir haben einen neuen Köcher bekommen. Ja. Warum macht ihr diese seltsamen Geräusche? Oh, ich muss meine Zauber üben, damit sie nicht mitten im Kampf versagen. Hören sie sich wirklich so seltsam an? Ja. Ich finde den anderen aber besser, den wir bis jetzt haben. Den wir uns vorhin gekauft haben. Laternenölfass. Mm. Hm. Ja, ne, sieht hier ganz gut aus bisher. So, dann ab nach unten. Lea. Meine Tochter. Ihr kennt mich? Mein Liebling, ich habe dich dein ganzes Leben lang beobachtet, aber ich habe nie gewagt, dir zu nahe zu kommen, um dich nicht in Gefahr zu bringen. Wir können hier nicht reden. Bringen wir uns erst in Sicherheit. Gut, ab in die Sicherheit. Oh, ab durchs Portal. Hey, hi. Dann lasst uns noch mal ein Wörtchen quatschen. Ich bin überrascht, dass Kane dir nie gesagt hat, warum ich gegangen bin. Er wusste, dass ich berufen war, die Herrscher der Hölle zu bekämpfen. Und ich wusste, dass er dich beschützen würde. Er ist von uns gegangen. Dann hat uns das Schicksal wieder vereint. Kains Werk, dein Werk, ist mein Krieg. Laut den horadrischen Texten verbleiben nur noch zwei Übel. Belial ist hier in Caldeum und Asmodan hat sich noch nicht gezeigt. Okay, Quest abgeschlossen. Oh, fast schon wieder ein Level up, aber wir reden nochmal mit ihr. Die Wachen haben euch nach diesem schwarzen Seelenstein gefragt. Ich erinnere mich daran, in Onkel Deckards Tagebuch von ihm gelesen zu haben, aber er schien nicht wichtig zu sein. Oh, das ist er aber. Er ist der Schlüssel dazu, das Böse für immer zu besiegen. Er wurde von dem Magier Soltun Kul erschaffen, um Dämonenseelen einzufangen. Ja. Er war ein abtrünniger Horadrim, der von seinen Brüdern in Stücke zerhackt wurde, bevor er den Seelenstein aktivieren konnte. Sein Kopf wurde in der Oase von Dalgur versteckt. Wir müssen ihn holen. Denn wenn wir den Seelenstein benutzen wollen, um Belial und Asmodan zu besiegen, muss Soltun Kul wieder leben. Ich habe Lea wieder mit ihrer Mutter, der Hexe Adria, vereint. Sie hat uns vom schwarzen Seelenstein erzählt. Einem Artefakt, das die Herrscher der Hölle ein für alle Mal vernichten könnte. Ich muss ihn unbedingt finden. Ja, dann sollten wir uns mal auf die Suche danach machen. Oh, noch ein Textbuch, dann lasst uns das auch nochmal lesen. Mörder, Folterer, Monster. Mit diesen Namen versahen die Horadrim Soltun Kul.
Obwohl sie einen hohen Preis dafür zahlten, töteten die Magier den Zauberer für seine Verbrechen gegen die Natur und versiegelten seine zerstückelte Leiche in einem Schattenreich. Es scheint, als hätten sie befürchtet, er könne zurückkehren. Hm. Ich glaube, ich verkaufe nochmal eben kurz die Sachen und dann schließen wir auch diese Folge ab. Hey, wir haben fast 50.000 schon zusammen. 150.000. So. Gut. Und an dieser Stelle beende ich mal wieder die Aufnahme. Dies war euer Jimnox mit Diablo 3. Haut da rein.